Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Nachdem ich beim letzten Mal es erfolgreich nicht geschafft habe, gegen Ritter Zurück zu bestehen, versuche ich das heute jetzt noch ein, zwei Mal. Wenn es jetzt nicht klappen sollte, ne? Gucken wir mal, was daraus wird, ne? Also heute haben wir halt schon einen anderen Tag als gestern in der Aufnahme, wo ich halt total einfach nur verkackt habe und einfach nur Pech hatte und Hasse nicht gesehen. Ja, ich hoffe einfach mal auf das Beste und habe keine Ahnung, was daraus wird. Aber es wird schon. Ja, und wenn nicht, ja, dann komme ich halt später wieder. Ich muss eh später nochmal wiederkommen wegen den Items, die hier noch in der Lava liegen. Ich meine, ich glaube, ich hätte schon einige Sachen, mit denen ich halt ein bisschen Feuerresistenz habe. Allerdings ist das ja immer noch ein reines Durchsterben. So viel Estus kann ich gar nicht trinken, wie ich da brauche. Deswegen, ne? So ein, zwei Mal versuche ich es noch. Ich würde gerne auch versuchen, einfach mal nicht zu sterben. Das wäre super. Aber das kann ich auch schon knicken. Ich würde gerne versuchen, den Ritter Zurück halt weiter zu pullen bis zu dem schwarzen Ritter, der quasi den Weitergang bewacht. Und sollte ich das schaffen, wäre das schön. Wenn nicht, ja, dann haben wir es zumindest mal ausgetestet. Ja, versuch mal klug und so. Was ich halt auch noch nicht ausgetestet hatte, ist einfach nur, ne, Schwert zweihändig nehmen und dann Handa. Was ja auch schon viel bewirken kann. Da ich ja sowieso wenig blocke. Weil halt alles, was ich blocke, total für den Arsch ist bei dem Ritter Zurück. Deswegen, ne? Es wäre im Bereich des Möglichen. So. Aber muss man halt mal gucken. Ne? Vielleicht. Eventuell. Einfach mal schauen und dann weitersehen. Hallo. Ja, ja. Sprüht oder eine Kotze. Soll mir eigentlich egal sein. Na, wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Ach, du kommst. Hey. Ich hasse diese Frische, ne? Egal in welchem Souls-Spiel ich die habe, ich hasse sie. Ich trinke hier meinen Estus. Und dann sagen wir mal Hallo zu meinem Lieblings-Nemesis, der da schon auf mich wartet. Yay! Hallo! Yay! Hallo! Das war auch schon fast zu knapp. So, komm mit hier. Ich habe hier einen ganz tollen Kollegen für dich. Au. Penetrieren von beiden Seiten ist uncool. Ihr könnt mal gegenseitig aufeinander gehen oder sowas. Ja, genau, so in etwa. Jetzt nicht in die Lava fallen. Okay, ist tot. So, jetzt muss ich nur noch gegen den schwarzen Ritter bestehen. Warum habe ich das die ganze Zeit nicht gemacht? Ich weiß auch nicht. Darf ich halt nur nicht in die Lava runterfallen? Ach ja. Wieso dachte ich, ich habe einen Ring von ihm gekriegt? Ja, jedenfalls haben wir sein komisches Riesenschwert da. Mit dem er uns die ganze Zeit geärgert hat. Oh, schwarzer Ritter, auf weg. Oh, es geht wieder bergauf. Halleluja. Hat ja auch nur 300.000 Stunden gedauert. Ah. Hätte ich ja auch mal vor auf die Idee kommen können. Aber nein. Aber nein, aber nein, aber nein, aber nein, aber nein. Das war einfach mal nicht drin. Es war halt, glaube ich, gestern auch nicht so ganz im Moment Tag. Ja, es kommt relativ häufig vor, wenn ich Dark Souls spiele, dass es einfach nicht mein Tag ist. Also, ne, manchmal kannst du Dark Souls spielen und du kriegst einfach nichts hin. Da kannst du machen, was du willst. Du kriegst nichts hin. Ja, wer sich jetzt wundert, warum bist du denn hier in der Leiter? Warum geht ihr denn hier zu so einem Vorsprung? Um, ne? Wenn wir zu dem Item hin wollen,
nicht dann gleich in den Tod springen, sondern halt einfach hier hinspringen. Item einsammeln. Kriegen wir einen Drachenreiterbogen, einen Großbogen. Und dann hier. Weil sonst müsste man den ganzen Weg darunter springen und das ist ziemlich tödlich. Außer man hat den Katzenring. Ich glaube, den gibt's hier. Ja doch, ich glaube, aber ich glaube, den kannst du hier jetzt noch nicht haben. Jedenfalls, ne? Deswegen gibt's da halt so einen kleinen Zwischenstopp. So, jetzt gehen wir endlich mal zu dieser beschissenen Dreifacharmbrust da hinten. Muss hier auch noch aufpassen. Irgendwo waren hier noch Gegner. Das, was ich da jetzt primär höre, sind erstmal nur die Krabben. So, aber ich weiß, es gab hier auch noch sehr, sehr tödliche Gegner. Genau, die kommen jetzt hier um die Ecke gleich. Da, den Gang entlang. Da wollte ich jetzt auch nochmal ganz kurz gucken, ob ich jetzt hier noch irgendwo Items hatte. Wow. Okay. Das Ding erwischt mich hier. Gut, ich erledige das zuerst. Bevor ich hier sonst irgendwas mache und jetzt irgendwie dann nochmal sterbe und dann nochmal den schwarzen Ritter machen muss. Wobei, dadurch, dass er halt geschwächt wurde, war es auch nicht so wild. Aber trotzdem. So seid ihr denn. Euch Verbrust, die ich nicht leiden kann. Da haben wir ein paar Knochenräder. Die sind aber eigentlich relativ egal. Weil dort, meine ich, kein Item liegt. Aber komm, wir nehmen sie mal mit. Hallo. Alter. Habt ihr von eurem Bruder in Dark Souls 1 gelernt oder was? Wie ich auch gekonnt durch den Gegner durchhaue und nichts töte. Ist aber ein Traum. So, ich glaube, ich hab's. So. Dann hier ein paar Skelette. Und hier rechts kommen, glaube ich, so ein paar Sichelmänner. Das meine ich halt mit den tödlichen Gegnern hier, die hier aufkreuzen können. Oh, hi. Ah ja, die Waffe ist schon ein bisschen langsam. Da. Gleich zwei an der Zahl. Mit denen ist ja nicht so wirklich zu spaßen. Okay. Alter. Schon gesagt, dass mit dem nicht zu spaßen ist. Ich meinte das übrigens auch vollkommen ernst. Shit. Null Ausdauer, null Spaß. Ja, das war ja zu erwarten. Kommst du 5 Meter weiter heute, stirbst du erstmal. Wenn es mal wieder länger dauert, einfach mal sterben. Ja, ja. Ja, was soll's. Ritter Zorik ist Geschichte. Easy. Jetzt machen wir wirklich um nichts mehr hier Gedanken. Ich wollte ihn eigentlich nicht nochmal hauen. Ich kann mich nicht erinnern, die Taste zweimal gedrückt zu haben, aber ist okay. Also eigentlich wollte ich halt nur den Schlag nach unten machen, weil ich irgendwie manchmal so das Gefühl habe, er ist, oder sie ist in dem Fall, ein Tickchen schneller dann beim Aufstehen, als wenn sie einfach nur so irgendwo runterfällt. Kann mich da aber auch deutlich täuschen. Und, ja, dann habe ich halt beim Fallen hier schlagen gedrückt und dann schlägt er halt nochmal zu. Und ich habe halt nur einmal gedrückt. Das ist manchmal... Das habe ich ja häufiger das Gefühl. Halt auch schon beim letzten Mal hier mit dem Laufen und so was. Nein, es liegt nicht am Controller. Das hatte ich auch schon beim Livestream. Da häufiger bei irgendwelchen Bossfights und sowas das Problem, da ich mir halt einfach so dachte, so, ja, ne? Irgendwie was ist hier nicht richtig. Hier wollte ich jetzt nochmal ganz kurz gucken, ob da noch irgendwo Items waren. Der Ritter Zorik ist hier ja nicht mehr. Der ist halt, ne? Hast du den einmal gekillt, kommt er nicht mehr. Nö. Ist nichts mehr, halt nur in der Lava, wo wir jetzt halt erstmal noch nicht hinwollen. Später. Ne? Und dann mal schauen. Das wird schon. Also hier kommen wir halt dann nochmal zurück für 3, 4 Items. Ich glaube, das eine ist...
irgendein Pyromantie-Zauber. Ich glaube, das eine war noch ein Zauberstab. Also hier, Katalysator, aber hast du nicht gesehen. Nein, 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 oh! Boah, Mann, spiele ich scheiße. Ist es denn eine Possibility? Okay. Ist doch wahr. Wie ich erstmal runterfalle und mindestens zwei Feuerbälle im Kreuzfeuer hier entgegenbekomme, ist einfach ein Träumchen. Ach ja, töte mich nochmal. Ist okay. Also manchmal wollt ihr einen echt mobben, habe ich so das Gefühl. Ne, mal komme ich hier einigermaßen gut durch, dann den nächsten Versuch gar nicht. Es ist irgendwie so ein pures Glücksspiel. Und dadurch, dass ich die Orientierung hier inzwischen schon wieder vollkommen verloren habe, weiß ich auch schon gar nicht mehr, wo es denn hier noch einen anderen Weg gab, um hier möglichst zügig halt runterzukommen. Und hier vorhin beim Runterfallen habe ich auch nur einmal zugehauen und er nicht weiter dann nochmal den Gegner drauf gehauen. Ja. Das Controls manchmal. Schön. Die Ratte ist mal runtergesprungen. Die kann mir jetzt nicht im Weg stehen. Ist ja ein totaler Traum. Kommt auch nicht oft vor. Genau genommen in den ganzen Versuchen, die wir jetzt hier hatten, einmal. Ist einfach wunderbar. So. Eigentlich kann ich den noch da stehen lassen und einfach weitergehen, ne? Oder kommt er mir zu weit her? Weiß es gar nicht. Kannst du Leitern steigen? Nö. Sieht nicht danach aus. Schade. Ich meine, er hätte mich auch beinahe von der Leiter runtergeholt, ne, aber trotzdem. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Wir haben genug übertrieben mit dem Ritter Zorik. Den Nemesis, den im Endeffekt immer noch nicht ich besiegt habe, sondern jemand anderes. Ja. Ja. Ich bin einfach Profispieler, ja. Ich lasse andere Leute für mich spielen oder meinen Gegner töten. Das ist einfach, ne, das macht man heutzutage so. Ich wollte hier nochmal gucken, ob hier irgendwo was ist, aber sieht nicht unbedingt danach aus. Okay. So. Solange die Knochenräder jetzt nicht hier ankommen, ist alles okay. Double Kill. Habe ich sie beide getötet? Ich hoffe. Hey, du Penner. Ja, dich meine ich. Na komm, diesmal habe ich dich. Siehst du? Easy. Gar kein Problem. Warum hatte ich vorhin so Probleme? Na gut, noch habe ich ja noch einen vor mir. Also, schauen wir mal. Hi. Ich würde auch echt gern ein bisschen mehr in Pyromantie investieren. Ich mag Pyromantien. Besonders halt, wenn wir dann die großen Pyromantien haben und sowas. Die machen damit einfach immer viel zu wenig. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Zack. Easy. Gar kein Problem. Und jede Menge Titanitscherben natürlich. So, und um die komische Armbrust hier
abzuschalten, gibt es hier einfach einen Hebel, den man einfach mal umdreht. Ne, ist ja jetzt nicht so, als würde jetzt hier irgendwer stehen und die ganze Zeit auf mich zielen. Nein, hier steht nämlich gar keiner, aber irgendwie hat das Ding Auto-Aim. Das habe ich schon im Livestream nicht verstanden. Aber ja, das war's quasi. Ne, hier, toter Riese. Nur zwei davon. Die haben ja mal dafür gearbeitet vor 500.000 Jahren. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, das Ding ist jetzt endlich aus. Ich glaube, das kann ich auch nochmal anschalten, ne? Im Fall eines Falles, dass ich das irgendwie brauche. Aber ich brauche das nicht. Wir haben alles unten geöffnet, was wir öffnen wollten. Und ja, das ist quasi der Weg, den man gehen sollte, um das Ding abzuschalten, damit das einen nicht weiter belästigt, wenn man jetzt hier irgendwie was anderes macht. Jetzt haben wir unten noch ein bisschen Kleinkram zum Einsammeln. Und dann würde es dann zum nächsten Boss gehen. Also endlich mal. Eigentlich habe ich geplant, dass ich das sogar noch heute schaffe, aber so wie das aussieht, wird sich das nicht ganz ausgehen. Weil... Naja, es gibt da so ein, zwei Krabben, die da ein bisschen im Weg stehen. Es sind da nicht so viele Items mehr hier zum Einsammeln. Und das Schöne ist halt auch, ich werde nicht mehr die ganze Zeit beschossen. Was ich nochmal gucken wollte, hier beim Weg zu Horus, da war, glaube ich, nichts mehr, ne? Nicht, dass da jetzt noch irgendwelche Überbleibsel jetzt hinterblieben sind. Ich meine, diese nur, wenn wir Horus nicht getötet hätten und hätten seinen Kumpan dann hier runtergeschickt. Oh nö. Doch, da ist was. Ach so. Ach, ein Grabmal. Ja. Er hat ein Grabmal aufgestellt für seinen Kumpan. Auch wie süß. Wusste ich gar nicht. Hab ich tatsächlich niemals nachgeguckt, ob da irgendwie noch was ist. Ah, schön. Ja, man sieht die NPCs hier nie wirklich rumlaufen. Aber sie machen dennoch irgendwie was. Man merkt, dass die Welt halt dennoch halt irgendwie ein Stückchen weit lebt, wenn man halt mit den NPCs ein bisschen agiert. Und das finde ich halt wirklich schön. Ja, du kannst ja zwar nicht beobachten, wie in vielen anderen Spielen, dass jetzt NPC läuft jetzt nach Weg XY hin und macht da sein Ding. Sondern, ne? Es passiert halt einfach irgendwo was. Oh komm. Muss aufpassen. Nicht, dass ich hier die nächsten Krabben pulle. Alter! Ja, okay. Hier zu sterben ist jetzt keine große Schande, weil wir können da nämlich... Wir könnten da einfach das Leuchtfeuer wechseln. Was ich auch mache. Reisen. Da. Da. Ich glaube da. Ich weiß es gerade nicht. Nein, die Krabben muss ich nicht mal unbedingt töten. Ich glaube, die geben nicht mal irgendeinen tollen Loot ab. War das hier? Ach, nee. Da bin ich doch falsch. Na, die Krabben geben nicht mal großartig Loot, außer vielleicht irgendwelche kleinen Scherben. Aber eigentlich brauche ich die jetzt hier nicht wirklich... Das heißt, theoretisch kann ich auch einfach an dem vorbeirennen und einfach die Sachen einsammeln, die ich gerade haben möchte. Ich glaube, das mache ich auch. Einfach weil, ne? 100.000 Mal gegen Krabben sterben. Gut, das haben wir vor 30 Folgen auch schon mal gehabt. Krabben töten haben wir irgendwann auch schon mal hingekriegt. Deswegen sammeln wir einfach hier mal eben schnell das ganze Zeug an.
Und dann mal schauen. Na, wir haben ja genug Zeug hier. Hier nochmal eine große Titanitscherbe. Da hinten liegt noch irgendwie was. Ein bisschen Überbleibsel. Zack, Schild des Versagens. Vergessenen. Hab's nicht zu Ende gelesen. Große Titanitscherbe. Da hinten. Das sind keine Items, das sind nur Kerzen. Und ein Item, ich weiß gar nicht, ob das da hinten unter den ganzen Felsen liegt, bei diesem Baumstamm, der da ist. Auf jeden Fall weiter links ist da von drei Krabben oder sowas bewacht, irgendwie was Feines, was Kleines. Da, große Titanitscherbe. Hier noch ein bisschen was. Und halt normalerweise würde ich jetzt hier die ganze Zeit beschossen werden von dieser ollen Armbrust. Was die ganze Sache nicht wirklich erleichtert. Verstehst du? Was eigentlich nur noch schlimmer macht. Die Wände hatten wir aufgemacht. Ja. So, und jetzt laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Hier kommen nämlich gerne die Krabben hin. Aber im Moment sind sie relativ handsam. Chaotischer Edelstein, hervorragend. Und jetzt da hinten unter dem Baum war, glaube ich, nichts mehr. Kann natürlich gerne auch nochmal gucken. Wenn man mich lässt! Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre! Nee, hier ist nichts mehr. Den ganzen Weg für nichts. Und wieder nichts. Ach ja, hier könnte noch was sein. Ja. Oh Gott. Okay, ist aber auch nichts. Hervorragend. Gut, dann glaube ich, wir haben alles. Dann würde ich jetzt noch mal ganz kurz, bevor ich dann heute die Folge beende, nochmal kurz zum Feuerband schreien. Weil, wir haben ja eine Esterscherbe, wir haben zweimal Knochensplitter. Dann können wir nochmal gucken, was wir so einen kleinen Kram nochmal aufwerten werden. Ja, ist ja an sich jetzt auch nicht so verkehrt. Wir haben jetzt nicht großartig Seelen, die wir jetzt ausgeben können. Apropos Seelen. Weiß ich noch nicht. Bräuchte noch echt mal ein neues Schild oder sowas. Einmal Knochensplitter verbrennen. Dann nochmal Knochensplitter verbrennen. So, holen wir uns 11 der Estus-Flasche. Also was wir jetzt an Estus halt regenerieren. Wow. Ich weiß gar nicht, ob was wir es im Livestream jemals hatten mit dem Knochensplitter. Ich glaube maximal auf plus 7 oder sowas. Und ja, wir haben jetzt schon ein bisschen ordentlich für diesen Zeitpunkt eigentlich. Esserflocken verstärken, ja bitte. So. Ja, ja, komm. Einmal ganz kurz. Hier, verwende mal das Ding. 10.000 Seelen. Sie drehen sich im Kreis. Dann möchte ich einmal zu dem Pyromanen vorziehen. Ah, du mich auch. Pyromantie, Flamme, verstärken. Habe ich Folianten? Ja, jede Menge. Das klingt auch gut. So, von Izalith. Ah, what have we here? A pyromancy tome from Izalith. Then you found the home of pyromancy. Brilliant. I will never curse being old and undead again. Now, now, show it here, quickly. Let us channel them together. The primal pyromancy is known only to old Master Salaman. Dann noch Quillana.
What have we here? By the gods, this inscription reads, Quelana, the ancient deity, one of the witches of Izalith. The last of them who wandered the lands. Then she must have returned to Izalith after all. But I regret to say, I cannot accept this. Quelana's pyromancies are for witches and must be learned from the mistress. Ah, okay, dann ist das für... For allowing me to peer upon such a thing. If only I were a woman. Für die Tante, die... von der wir auch die dunklen Wunder und sowas lernen können. Foliant der Grabwächter. Okay, auch nicht. This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself, let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the great swamp and nearly everywhere else too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. Jo. Okay, was hast du denn jetzt Feines? Sowieso halt Pyromantie-Gedöns. Achso. Pyromantie erlernen. Ja, also, er hat jetzt einiges an Zauber, die wirklich sehr, sehr gut wären. Und, das ist schon ziemlich heftig eigentlich. Ne, rechte Waffe verstärken mit Flammen und sowas. Ja, nehme ich eigentlich sehr gerne. Aber, ja. Später. Gar nicht mal so viel später können wir es eigentlich machen. Genauso wie große Chaosfolge. Und gibt es einfach so viele tolle Zauber. Giftnebel ist grundsätzlich nie verkehrt in großen Gegnermengen und sowas. Ah, Pyromantie. Pyromantie Flamme verstärken. Einfach mal zu da. So, Titanitbrocken. Ja, sehr gerne. So, haben wir das schon mal gemacht. Dann einmal zu dir, Kollege. Weil ich jetzt noch nicht weiß, wie ich dann halt den kommenden Boss besiegen werde. Dafür fehlen mir jetzt natürlich halt die Dinger, weil der Boss ist empfindlich gegen Dunkelmagie. Aber gut. Das schauen wir uns dann tatsächlich an in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Bis dahin, viel Spaß euch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.